Nunmehr ein in die Beratung der heutigen Tagesordnung. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 27. Januar diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema der Aktuellen Stunde lautet: Nach Fernsehinterview mit Edward Snowden, Untätigkeit der nordrhein-westfälischen Landesregierung in der NSA-Affäre ist grob fahrlässig. Die Beantragung trägt die Drucksachennummer 4881. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner für die antragstellende Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Schwert das Wort. Lohnt es sich überhaupt schon anzufangen? Ist so kaum jemand da. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ihr seid da, das reicht. Ich sehe es. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wer von Ihnen besitzt ein iPhone? Aufzeigt? Nein? Herzlichen Glückwunsch! Die NSA besitzt bereits seit dem Jahr 2008 ein Werkzeug, mit dem der Einbruch in dieses Gerät aus der Ferne möglich ist. Dazu braucht die NSA keinen physischen Zugang. Das funktioniert auf Knopfdruck. Sie rühmen sich in einem internen Dokument, dass das bei 100% aller iPhones funktioniert. Dann können die NSA-Mitarbeiter das Mikrofon, die eingebaute Kamera benutzen. Sie können auf alle E-Mails und SMS zugreifen, natürlich auch die Telefongespräche selbst anhören. Und natürlich wissen sie dann auch immer, wo sie sich befinden. Das können die aus ihren Sesseln in Maryland raus, ohne aufzustehen. Der Name dieser Spionagesoftware lautet Dropout Jeep. Natürlich gibt es auch für andere Telefone entsprechende Werkzeuge. Und wer von Ihnen benutzt ein PC mit Windows-Betriebssystem? Ich nehme an, fast alle. Herzlichen Glückwunsch! Die NSA besitzt ein System, um vollautomatisch Windows-PCs über das Internet zu übernehmen. Der Geheimdienstmitarbeiter klickt einfach nur auf eine Person, die er gerne überwachen will. Der Rest funktioniert vollautomatisch. In internen Dokumenten sprechen Sie von einer Erfolgsrate von 80%. Natürlich können dann auch hier Mikrofone, Webcams benutzt werden. Es können E-Mails, Chats, gespeicherte Dokumente gelesen werden. Man kann Dokumente verändern und Ihnen damit vielleicht mal ein belastendes Dokument unterschieben. Übrigens, auch Verschlüsselung nützt da nichts mehr. Wenn man Ihnen beim Eingeben sozusagen über die Schulter gucken kann, kann man alle Daten vor der Verschlüsselung bzw. nach der Verschlüsselung, Entschlüsselung lesen. Auf den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung, so nennt das das Bundesverfassungsgericht, wird selbstverständlich keinerlei Rücksicht genommen. Herr Minister Jäger wird jetzt bestimmt neidisch. Das perfekte Instrument für die Quellentelekommunikationsüberwachung, das er sich so wünscht. Immerhin haben Sie es in den Koalitionsvertrag von Rot-Grün reingeschrieben. Dieses System zum Angriff auf PCs, das heißt Quantum Theory. Übrigens, Firewalls, Router und so ein Zeug, das schützen Sie nicht vor solchen Angriffen aus dem Netz. Selbstverständlich besitzt die NSA ebenfalls Späßsoftware, die diese Geräte befallen kann. Und wenn das alles nichts hilft, der Rechner zum Beispiel nicht am Internet angeschlossen ist, hat die NSA natürlich auch Wanzen. Die müssen gar nicht in den PC selbst eingebaut sein, die können sich in Kabeln verbergen, in Geräten, die per USB angeschlossen werden, wie zum Beispiel eine Maus oder in der Tastatur. Dazu muss die NSA natürlich nicht in ihr Büro einbrechen. Das geht auch anders. Das nennen sie Interception. Wenn Sie ein passendes Gerät bestellen, bei Amazon zum Beispiel, und sich liefern lassen wollen, fängt die NSA diese Sendung einfach ab, verwanzt sie und lässt sie dann an Sie zustellen. Die Wanzen sind da teilweise so subtil, dass sie selbst gar nicht aktiv strahlen. Die werden von außen per Radarstrahlung abgefragt. Die NSA nennt diese Produktfamilie Angry Neighbor. Diese Technik wurde schon zur Spionage gegen die EU-Vertretung in Washington eingesetzt. Übrigens, auch das Pendant zum Zombie-Bügeleisen gibt es selbstverständlich. Es heißt Nightstand. Es kann WLAN-Netzwerke aus der Ferne infiltrieren mit entsprechenden Antennen.
geht das über eine Distanz von mehr als 3 Kilometer Luftlinie. Und jetzt denken Sie mal ganz kurz an die Entfernung zwischen Reichstag und amerikanischer Botschaft. Ach, übrigens, das britische Konsulat in der Yorkstraße hier in Düsseldorf, das hat eine Entfernung von 2,5 Kilometer zu unserem Landtag hier. Ich lasse das mal einen kleinen Moment auf Sie wirken. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit Verschlüsselung, wenn die NSA über das Netz in Router einbrechen kann. Was ist dann die Verschlüsselung eines WLAN-Netzwerkes wert? Und wie machen die Geheimdienste das alles? Sie nutzen Sicherheitslücken in Hard- und Software, die ihnen bekannt werden. Hersteller sollen die nämlich zuerst dem Geheimdienst melden. Aber dann können diese Lücken auch von Geheimdiensten nicht ganz so befreundeter Staaten gefunden werden oder gleich von der Mafia. Fühlen Sie sich jetzt sicher? Diese Informationen stammen übrigens aus Originalquellen und nicht aus dem Spiegel. Ja. Edward Snowden stellte in dem am vergangenen Sonntag ausgestrahlten Interview die rhetorische Frage, ob es denn glaubhaft sei, dass ausschließlich Angela Merkel abgehört werde, ob nicht anzunehmen wäre, dass auch ihre Berater und Minister überwacht werden und ob nicht anzunehmen wäre, dass, so nannte er das, Local Government Authorities, also beispielsweise Regierungen der Bundesländer, überwacht werden. Wenn jetzt nicht alle Alarmglocken bei Ihnen klingeln, dann weiß ich es auch nicht mehr. Auch zur deutschen Wirtschaft hat Edward Snowden im Interview einige beängstigende Dinge gesagt. Er bestätigt, dass die NSA Wirtschaftsspionage betreibt, auch in Deutschland. Und wie das funktioniert, zeigt ein gerade erst bekannt gewordener Fall bei der Essener Firma Ferrostal. Die befanden sich in einem Bieterverfahren für einen Auftrag in Nigeria. Die NSA hat das Angebot der Ferrostal ausspioniert und die Daten an US-amerikanische Unternehmen weitergegeben. Und die haben dann ein besseres Angebot gemacht und den Auftrag bekommen. Übrigens, es gibt ein Online-Formular der NSA, in der US-Unternehmen ihre Spionagewünsche online eintragen können. Der Geheimdienst kümmert sich dann drum. Ist das nicht ein kranker Irrsinn, dass die besten Köpfe Amerikas für Geheimdienste angeworben werden, um dann, die dann in der Wirtschaft und in der Forschung fehlen, und dann wiederum Wissen aus der ganzen Welt auszuspionieren? Wir Piraten haben vor Monaten eine Anhörung zum Thema Wirtschaftsspionage in diesem Landtag hier beantragt. Die anderen Fraktionen haben uns daraufhin vorgeworfen, wir würden mit unsinnig vielen Anträgen den Parlamentsbetrieb stören wollen. Immer noch. Das Beispiel Ferrostal, es gibt keine Wirtschaftsspionage. Alles klar. Die Politik, die Opposition hier, die Landesregierung, die haben nicht im Ansatz verstanden, was diese Erkenntnisse für technische Folgen haben. Die NSA hat das Vertrauen in elektronische Kommunikation nachhaltig auf allen Ebenen zerstört. Sie hat das Vertrauen zerstört, dass wir sowas wie eine digitale Privatsphäre überhaupt noch besitzen. Die Politik hat nicht im Ansatz verstanden, was das mit unserer Freiheit macht. Wer überwacht wird, ist nicht frei. Wessen Kommunikation vollständig und unbefristet gespeichert wird, ist nicht frei. Und ohne Freiheit der Meinungsäußerung, ohne Privatsphäre, keine Demokratie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Körfritz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es nachvollziehbar, dass in der Öffentlichkeit die zu Recht bestehende Kritik an dem, was die NSA auch auf deutschem Boden macht, nach dem Interview von Herrn Snowden, dann nochmal zugespitzt stattfindet. Ich finde es nachvollziehbar, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich zuständige Politiker in allen Bereichen unseres Landes mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde es allerdings, lieber Kollege Schwert, nach wie vor, gerade auch nach Ihrem Wortbeitrag, in keiner Weise nachvollziehbar, wie Sie zu
der Beantragung dieser Aktuellen Stunde und zu dem Titel der Aktuellen Stunde gekommen sind und worin tatsächlich die Vorhalte bestehen, die Sie wem bitte auch immer dann an dieser Stelle machen wollen, lieber Kollege, weil all das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Auch wir sind in höchstem Maße besorgt darüber, dass Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaftsinteressen unserer Unternehmen in Nordrhein-Westfalen nicht in gebührender Art und Weise geschützt werden von denjenigen, die dafür zuständig sind und dass die unterhöhlt werden, womöglich auch durch eine befreundete Nation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir hier alle, glaube ich, eine Meinung zu. Das ist nicht hinnehmbar. Nur die Frage ist, und das haben Sie nicht im Ansatz deutlich machen können, die Frage ist, was Sie an dieser Stelle wem hier in diesem Haus bitte vorwerfen wollen in dieser Aktuellen Stunde. Ich kann Ihnen bei genauer Betrachtung des Inhalts dieses Interviews kann ich Ihnen recht darin geben, dass man ableiten kann, eine Vermutung bezogen auf das, was Nordrhein-Westfalen betreffen könnte. Nur, wir haben bislang in keiner Weise irgendwelche überprüfbaren Fakten, da liegt ja das Problem drin, keine überprüfbaren Erklärungen darüber erhalten von denjenigen, die ganz offensichtlich die Operationen ausführen und von der dafür zuständigen Bundesebene. Liebe Kollegen, Sie können sich da gleich noch mal melden, wenn Sie, ich sag mal, da eine besondere Meinung zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle versuchen Sie doch offensichtlich nur eins, sich persönlich in Ermangelung einer Vertretung auf Bundesebene hier im Düsseldorfer Landtag ein bisschen aufzuspielen. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann würde ich empfehlen, lesen Sie doch bitte mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da steht, und zwar unter dem 27.01.2014, in einer bemerkenswerten Zusammenfassung auch der Leistungen von Edward Snowden: Herr Snowden hat seine selbstgestellten Aufgaben erfüllt, nun zählt der Mut der anderen, Klammer auf, Hinzufügung von mir, dann bitte auch auf der richtigen Ebene. Dazu gehört nämlich der Mut einzuräumen, und das wird gemacht, hat Frau Merkel gestern, die ich sag mal selten lobe, in ihrer Regierungserklärung gemacht. Dazu gehört der Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen, einzuräumen, dass diese Affäre das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet. Dazu gehört der Mut einzuräumen, dass die Affäre nicht beendet ist. Dazu gehört aber auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wer auf welcher politischen Ebene für die Bereinigung dieser Angelegenheit zuständig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich an der Stelle noch mal auf den ersten Wortbeitrag eingehen. Sie haben vollkommen zu Recht das, was Sie befürchten, viele Menschen in unserem Lande befürchten, noch mal zusammengefasst. Nur die Frage ist, was im Rahmen des föderalen Staatsaufbaus von Ihnen denn tatsächlich hier in Nordrhein-Westfalen dem Parlament oder der Landesregierung an Aufgabe da an dieser Stelle zugebilligt wird. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben die Aufklärung gefordert, und ich lobe durchaus ausdrücklich den Innenminister unseres Landes, der mehrfach in seiner Funktion dann die entsprechenden Fragen weitergeleitet hat. Und was als Antwort auch von der Bundesebene kommt, ist mehr als ernüchternd. Ganz offensichtlich verfügen wir nicht über gesicherte Informationen, die die Amerikaner uns würden geben können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur das können wir auf dieser Ebene beklagen. Aber ändern können wir im Landtag hier an der Stelle nichts, es sei denn, Sie meinen, ein wenig Luft anhalten einer kleinen Fraktion würde zu einer Reaktion in den Vereinigten Staaten führen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel im Innenausschuss des Europäischen Parlaments da eine sehr deutliche Haltung abgegeben worden ist, wenn der Innenausschuss des Europäischen Parlaments verlangt, den Herrn Snowden auf der Ebene als Zeugen zu hören, finde ich das in Ordnung, finde ich das nachvollziehbar und finde ich das verdienstvoll. Wenn der Bundesinnenminister und der Chef der Verfassungsschutzbehörde auf Bundesebene hingehen und an dieser Stelle ihre Bemühungen verstärken, wenn wir
vertreten durch unseren Innenminister, in der Innenministerkonferenz sagen, wir wollen die notwendige Aufklärung, um gegebenenfalls in Nordrhein-Westfalen noch weitere Schritte ergreifen zu können, ist das ein richtiges Vorgehen. Nur dazu hätte es diese Aktuelle Stunde nicht gebraucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie werfen der Regierung grobe Fahrlässigkeit vor. Dieser Vorwurf ist durch nichts im ersten Wortbeitrag, lieber Herr Kollege, erhärtet worden. Fahrlässig handelt derjenige, der im Verkehr die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Grob fahrlässig handelt derjenige, der Handlungen unterlässt, die dringend geboten sind. Welches Unterlassen werfen Sie dieser Landesregierung vor? Wenn Sie darauf eine Antwort haben, bin ich gerne dazu bereit, in der zweiten Runde noch mal darauf einzugehen. Bislang halte ich all das, was Sie hier gesagt haben, eigentlich nur für rhetorischen Klimbim, um darüber hinwegzutäuschen, dass Sie auf Bundesebene leider nicht die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Bevor ich Herrn Kollegen Biesenbach für die CDU das Mikro und damit das Wort gebe, möchte ich den Kolleginnen und Kollegen noch mal mitteilen, dass wir erneut Herrn Professor Arnert zu Gast haben, damit die deutlichst verbesserte Akustik noch weiter optimiert werden kann. Wird Professor Arnert heute Vormittag wieder im Plenarsaal sein. Er sitzt gerade in den Reihen der CDU-Fraktion. Und wer ihn noch nicht kennt, es ist der Herr mit den sehr hellen Haaren. Vielen Dank, Herr Professor Arnert, dass Sie uns bisher so gut unterstützt haben. Wir hoffen auf Ihre Kompetenz. Und jetzt hat Herr Kollege Biesenbach das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, auf der Tribüne, als wir den Antrag bekamen, haben wir uns gefragt, Frau Präsidentin, die Frage sei erlaubt, warum hat das Präsidium diese Aktuelle Stunde zugelassen? Und in dem Augenblick, als wir den Kollegen Schwert hier hörten, war die Antwort klar, das kann immer noch keiner beantworten. Denn was ist an dem, Herr Schwert, was Sie gesagt haben, aktuell? Was ist neu? Nichts. Alles, was Sie hier vorgetragen haben, ist bekannt. Allenfalls beziehen Sie sich rein rhetorischer Klimbim auf das Interview von Herrn Snowden, das jetzt ausgestrahlt wurde. Nur was hat denn Herr Snowden belegt? Was hat er getan? Er bleibt seiner Linie treu, er schmeißt Schneebälle, er stellt Behauptungen auf. Sie springen drauf und stellen sie als wahr hin. Sie nehmen nicht die Chance wahr, hier einmal zu sagen, wo sind denn die Belege? Und Sie haben nicht einen einzigen Vorschlag gemacht. Der Kollege Körfges sagt, wo ist denn diese Regierung fahrlässig? Oh, wir haben viele Dinge. Nur hier, Herr Jäger, wir haben viele Dinge. Nur hier kann ich es Ihnen nicht vorhalten. Und wenn Sie Zeugen brauchen, warum ich sage, dem Kollegen Körfges übereinstimmend, wir haben keine Belege, dann hätten Sie doch gestern noch ein Interview von Herrn Maaßen lesen sollen, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich habe den Eindruck, das muss man mal einschieben, Herr Kern sitzt auch schon sprungbereit wie ein Leopard. Glaubt, seitdem Ihre Zahlen in den Keller gehen, steigt Ihr Blutdruck so, dass Sie nur noch hier durch die Gegend bellen. Seien Sie lieb, seien Sie ruhig. Nehmen Sie blutdrucksenkende Mittel, Herr Kern, dann nehmen wir Sie vielleicht ernst. So ist es nichts anderes, Herr Kollege Körfges hat gesagt, als rhetorischer Klimbim. Und der verhindert, dass wir hier Debatten führen, die ernsthaft sind. Also, ich komme zurück zum Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der hat gesagt, die Dokumente des NSA-Enthüllers, er meint Herrn Snowden, sind voller Hinweise, aber ohne Beweise. Maaßen stützt sein Urteil auf Sonderauswertungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und er sagt, wir haben weder valide Erkenntnisse, dass die Amerikaner Breitbandkabel in Deutschland anzapfen, noch ob das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist. Wir haben gleiche Aussagen mehrfach im Innenausschuss gehabt, zuletzt am 16. Januar durch den Innenminister. Und ich habe nicht erlebt, dass die Vertreter der Piraten im Innenausschuss dann zu großer Form auflaufen, dem Minister vorhalten, was er verschweigt, oder dem Minister vorhalten, wo er was tun könnte. Wir haben nicht einen einzigen Vorschlag der Piraten, wie denn diese Landesregierung agieren könnte.
wird ja gerne mitmachen, ihr vorzuhalten, sie sei fahrlässig. Das ist unsere Aufgabe. Nur hier haben Sie sich die falsche Situation ausgesucht. Hier haben wir es nicht. Und Sie müssen sich doch die Frage gefallen lassen, auf welcher Grundlage bringen Sie uns heute zum x-ten Mal in die Not, über Vermutungen, Spekulationen und unbestätigte Aussagen reden zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Veröffentlichungen über die Sammelwut der NSA, die haben bei vielen Bürgern Sorgen, Verunsicherungen und Empörung ausgelöst. Zu Recht. Nur solche Debatten helfen uns überhaupt nicht. Sie vernebeln, sie verunsichern und sie machen deutlich, dass auch die Piraten ratlos sind. Und das Kopfschütteln, Herr Kern, gehört in diesem Augenblick dazu. Die Bundesregierung hat doch noch zu einem Zeitpunkt, als das Ausmaß der Sammelaktion nicht gänzlich erkennbar war, reagiert. Ich mache auch keinen Hehl daraus. Die Antworten aus den USA sind bislang höchst unbefriedigend. Die wichtigsten Fragen sind nicht beantwortet. Und der Maßstab für uns, ja keine Sorge, der Maßstab für uns und unsere Partner gilt, dass auf deutschem Boden für alle deutsches Recht zu gelten hat. Und in dieser Situation arbeiten wir. Nur was Sie nicht zur Kenntnis nehmen, dass innerhalb der USA längst eine ernsthafte Debatte begonnen hat über die Möglichkeiten und Grenzen der Aufklärung, über die Frage der Verhältnismäßigkeit und über den Umgang mit Freunden und Verbündeten. Diese Frage ist in den USA längst deutlich. Die einflussreiche demokratische Senatorin Feinstein, Vorsitzende des Kontrollgremiums des Senats, die hat klar gesagt, dass die Überwachung von Regierungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel abzulehnen sei. Und sie will eine vollständige Überprüfung aller Geheimdienstprogramme, damit der Senat voll darüber unterrichtet ist. Das ist auch in den USA ein Fortschritt der Situation. Auch in den USA erkennt ein größer werdender Teil der Öffentlichkeit, dass nicht jede Abhörmaßnahme, die technisch möglich ist, ethisch verantwortbar und damit auch rechtlich zulässig sein darf. Meine Damen und Herren, Sie können ja noch so schreien, aber im Licht der überbordenden NSA-Datensammlung gibt es eine ganz andere zentrale Aufgabe. Und diese zentrale Aufgabe heißt in Deutschland und in Europa die Rückgewinnung der Souveränität über den Umgang mit unseren Daten. Dazu brauchen wir sowohl rechtliche als auch technische Mittel. Und Sie würden sich große Verdienste hier anschaffen, wenn Sie Vorschläge brächten. Sie tun es ja nicht. Lächeln, Herr Kern, das ist, was Sie können. Lächeln und rhetorische Bluffs, mehr haben Sie doch nicht drauf. Digitalisierung braucht Vertrauen. Die Menschen in Deutschland müssen darauf vertrauen dürfen, sich auch im Cyberraum frei und sicher bewegen zu können. Das wollen wir schützen. Und diese Arbeit haben wir jetzt zu erledigen. Ich denke daran, dass wir Unterstützung für mehr und bessere Verschlüsselung der Datenkommunikation brauchen. Ich denke daran, dass die Förderung vertrauenswürdiger Herstellung und Dienstleister in Deutschland wichtig ist. Ich denke an das IT-Sicherheitsgesetz, das die Koalition in Berlin auf den Weg bringen will, mit dem sie gerade die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie die Provider in die Pflicht nehmen wollen. Und ich denke an die Prüfung von Möglichkeiten für ein europäisches Routing bzw. eine europäische oder eine deutsche Cloud. Das sind die Dinge, die wir überlegen müssen. Doch nicht nur die Schreierei, was alles technisch möglich ist. Das wissen wir. Und in dieser Verantwortung, meine Damen und Herren, ist aber auch Bürgern klarzumachen, dass es hundertprozentige Sicherheit beim Telefonieren und beim E-Mail-Verkehr nicht gibt. Hier ist jeder Bürger selbst verantwortlich. Wenn Snowden eines geschafft hat, hat er einen Verdienst. Er hat die deutsche Wirtschaft dazu gebracht, intensiv das Thema Schutz vor Wirtschaftsspionage ernst zu nehmen. Die 50 Milliarden und die 50 Milliarden Euro als Schaden, die werden akzeptiert, die werden auch wirtschaftsweit anerkannt. Da ist auch der Weg ist wichtig, sich ein Stück selber zu schützen. Und da liegt die Aufgabe der Zukunft, zu sagen, was technisch möglich ist, wird technisch gemacht. Und den Umgang damit, den wollen wir verantwortungsvoll bei jedem erzielen. Dann sind wir einen Schritt weiter und solange ersparen Sie uns so sinnlose Debatten wie heute. Vielen Dank, Herr Kollege Biesenbach. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Biesenbach, ich gehe davon aus, den aktuellen Bezug der morgigen Aktuellen Stunde wird uns Herr Hegemann gleich in der zweiten Runde darlegen. Seit inzwischen
Herr Hegemann, bei Ihnen mache ich mir sowieso keine Sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 8 Monaten erleben wir immer wieder neue Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die Umtriebe von NSA, GCHQ und anderen Diensten. Snowden selbst sagte in dem Interview am vergangenen Sonntag, die Öffentlichkeit hatte ein Recht, von diesen Programmen zu erfahren. Die Öffentlichkeit hatte ein Recht zu wissen, was die Regierung in ihrem Namen tut, was die Regierung gegen die Öffentlichkeit tut. Genau darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es. Wir fordern hier auch aus diesem Haus seit Monaten lückenlose Aufklärung des NSA-Skandals ein. Wir haben als regierungstragende Fraktion mit unseren Anträgen im Juli und September 2013 auch Konsequenzen fürs Land beschlossen. Wir wollen nicht nur Druck in Richtung Berlin machen, sondern auch die umfassende Überprüfung der IT-Infrastruktur des Landes vorantreiben. Das ist die Beschlusslage, wie wir sie hier haben. Und wir haben auch immer wieder Berichte im Innenausschuss angemeldet, wenn es Neuigkeiten gab, zuletzt vor 2 Wochen. Und da laufen Sie insofern tatsächlich ins Leere. Das mag Ihnen von der Piratenfraktion nicht gefallen. Aber an einer Stelle verdrehen Sie, ja Moment, an einer Stelle, Herr Kern, verdrehen Sie tatsächlich die Tatsachen. Nämlich immer dann, wenn Sie uns bei Verweisen auf die Bundesebene angebliche Ablenkungsmanöver unterstellen und die Verantwortung des Bundes dadurch negieren. Das ist doch der Punkt. Gerade die Vertretung der Bundesrepublik in der Außenpolitik, in den außenpolitischen Fragen, das ist nun mal Aufgabe der Bundesebene. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Das steht so im Grundgesetz. Und daran halten wir uns. Meine Damen und Herren, der Bund muss sich da natürlich seiner Verantwortung endlich stellen. Worum geht es denn? Es geht um den größten Überwachungsskandal der Geschichte. Es geht um Behörden, die Möglichkeiten zur anlasslosen und flächendeckenden Ausforschung unserer Kommunikation haben. Es geht um einen möglichen Ringtausch zwischen den Nachrichtendiensten. Es geht um staatliche Wirtschaftsspionage. Das alles und noch viel mehr hätte Frau Merkels Regierung aufrütteln müssen. Gerade vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung hat jede deutsche Regierung eine besondere Verantwortung für die unbedingte Verteidigung des Rechtsstaats und die Verteidigung der Freiheitsrechte. Und um all diese Fragen geht es nicht, weil ein Spionageprogramm der üblichen Verdächtigen bekannt geworden wäre, sondern weil es hier um Bündnispartner geht, mit denen Deutschland intensive Beziehungen pflegt, die auch richtig und notwendig sind. Aber gerade unter Freunden muss es doch wohl möglich sein, schwierige Themen zu besprechen und zu klären. Und genau das, und das ist aus meiner Sicht der zentrale Vorwurf, den wir der Bundeskanzlerin machen müssen, gerade das hat die Kanzlerin aus einer falsch verstandenen transatlantischen Freundschaft lang genug abgelehnt. Herr Pofalla hat im August die Affäre für beendet erklärt. Im August. Die Bundesregierung hat das Antispionageabkommen mit den USA komplett vor die Wand gefahren in den letzten Wochen. Der frühere Innenminister, Herr Friedrich, hat zu Protokoll gegeben zum Start in sein neues Amt, er hätte, Zitat, Wichtigeres zu tun als die NSA-Affäre gehabt in seiner Zeit als Innenminister. Und einzig bei der Überwachung des Kanzlerinnen-Handys hat die Regierung einmal kurz gezuckt. Was ist schon die Kommunikation von 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern gegen die Bequemlichkeit der Bundeskanzlerin? Aber selbst da hat die Bundesregierung nichts zu Wege gebracht. Achselzuckend hat Frau Merkel auf den größten Überwachungsskandal der Geschichte geschaut, verzagt und verdruckst die dürren Statements. Dass sie parallel dann auch noch die europäische Datenschutzreform hintertrieben hat, das ist ein weiterer trauriger Höhepunkt. Meine Damen und Herren, wir haben als Grüne gemeinsam mit der Linksfraktion in dieser Woche im Deutschen Bundestag den Antrag auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSA-Skandal eingebracht. Und ich möchte gerne von dieser Stelle an die Mehrheit des Deutschen Bundestages appellieren, ihren Worten zu parlamentarischen Minderheitenrechten auch Taten folgen zu lassen, um diesen Ausschuss zu ermöglichen. Denn die Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages ist dringend geboten. Nicht nur, weil damit politische Verantwortung geklärt werden können, sondern auch, weil wir endlich Transparenz brauchen, um vernünftig hier Konsequenzen ziehen zu können, auch hier im Übrigen. Nur ein Beispiel, weil es in den letzten Tagen häufiger diskutiert wurde. Die Frage von Vergaben an US-Unternehmen und die Möglichkeit, bestimmte Unternehmen von Vergaben auszuschließen. Das ist
diskutiert worden. Es ist aber so lange nicht möglich, so lange nicht klar ist, welche konkreten Verpflichtungen zur Herausgabe von Daten, dem Einbau von Backdoors oder anderen Manipulationen bestehen. Jedenfalls müssten diese Vorgaben so rechtssicher nachgewiesen sein, dass es eben vor einem deutschen Vergabegericht oder vor der Vergabekammer eines deutschen Gerichts rechtlich Bestand hat. Insofern ist die Transparenz über das, was da passiert, so wichtig. Und das ist die Transparenz, die wir immer einfordern, was Sie uns vorwerfen. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, das ist eine konkrete Maßnahme, die durchaus sinnvoll wäre und die im Moment an der Trägheit der Bundesregierung noch gescheitert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Beispiel illustriert, dass wir endlich Transparenz brauchen, was wirklich passiert, statt eine Bundesregierung, die den Kopf immer tiefer in den Sand steckt. Und das ist umso ärgerlicher, als es doch Mittel gäbe, Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben, die schon bestehenden Abkommen SWIFT, PNR, Safe Harbor, besonders aber auch das anstehende Freihandelsabkommen. Dass diese Trümpfe bislang nicht gespielt wurden, um Aufklärung im NSA-Skandal einzufordern, für Aufklärung im NSA-Skandal zu sorgen, das geht schon mal gar nicht. Dass die Bundesregierung aber bislang nicht mal bereit war, bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP zumindest für so viel Transparenz zu sorgen, dass es eine ernsthafte Debatte über den Datenschutz in diesem Bereich geben kann, das ist erst recht ein Versäumnis. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist und bleibt hier als rot-grüne Mehrheit hier im Haus, den NSA-Skandal vollständig aufzuarbeiten. Unser Ziel bleibt, die berechtigten Fragen zu klären und dafür zu sorgen, dass nicht mehr jede zweite Firma hier in Nordrhein-Westfalen ausgesperrt werden kann. Unser Ziel bleibt, eine sichere Kommunikation für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, passgenaue Lösungen hier für dieses Land zu entwickeln. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Orth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema beschäftigt uns ja immer wieder hier im Parlament und ich kann allerdings nicht die Kritik nachvollziehen, dass das als Belastung des Parlamentarismus hier empfunden wird, sondern ich glaube, wir sollten die Situation eher zum Anlass nehmen, einmal grundsätzlich auch über das Thema Datenschutz nachzudenken und der Frage nachzugehen, wie justieren wir die Koordinaten neu, meine Damen und Herren. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir eine Balance brauchen zwischen Sicherheit und Freiheit und haben in den vergangenen 10, 15 Jahren immer wieder die Situation gehabt, dass die Freiheitsrechte verteidigt werden mussten, dass Daten gesammelt wurden, immer unter dem Verdikt der Sicherheit. Und ich glaube, dass Snowdens Verdienst, und ich finde, er hat schon Verdienste, lieber Kollege Wiesenbach, vor allen Dingen ist, dass wir uns zurückbesinnen auf die Frage, nicht nur welchen Wünschen geben wir den Sicherheitsbehörden nach, sondern auch, welche Bedürfnisse haben wir als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auf Privatheit, auf Vertraulichkeit. Und insofern möchte ich auch den Antrag der Piratenfraktion hier heute verstehen. Hier werden Themen angesprochen, die uns alle angehen, die uns alle bewegen. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wenn auf der einen Seite hier vom Kollegen Bolte zum Beispiel gesagt wird, dass alles daran gesetzt wird, die NSA-Affäre durch das Land aufzuklären, aber auf der anderen Seite der Innenminister hergeht und eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung fordert, dann, meine Damen und Herren, ist es doch falsch. Es nützt doch nichts, den einen Dieb sozusagen vor der Haustür zu lassen und den nächsten dann reinzubitten, meine Damen und Herren. Wir müssen doch grundsätzlich uns die Frage stellen, wollen wir Daten preisgeben? Da ist mir die NSA übrigens genauso unlieb wie der Verfassungsschutz in Deutschland, wie alle anderen Institutionen. Und wenn wir dann in der Politik immer hergehen und einerseits sagen, liebe Konzerne, liebe Telefongesellschaften, speichert doch die Daten auf Vorrat, und dann auf der anderen Seite aber die gleichen Politiker hergehen und sagen, ja, aber dass ihr die jetzt hier preisgegeben habt,
Das ist nicht richtig. Meine Damen und Herren, Datenschutz fängt beim Datensammeln an. Und diese Erkenntnis, die gibt es, seitdem wir über Datenschutz in Deutschland reden. Und diese Erkenntnis müssen wir zur Leitschnur unseres ganzen Handelns machen. Es gäbe keine Daten auf dem iPhone, wenn das verboten wäre, diese Daten dort zu speichern. Und dann könnte sie auch keiner nutzen. Und wenn ich dann hier immer wieder das Kanzlerin-Handy heute in der einen oder anderen Aussprache hier vernommen habe, dann muss ich sagen, ich bin betroffen darüber, natürlich wie viele andere auch, dass die Kanzlerin offenbar abgehört wurde auf ihrem Handy. Aber für mich hat es keine besondere Qualität, dass es die Kanzlerin ist. Für mich hat es keine besondere Qualität, wenn es die Landesregierung ist. Für mich hat es die gleiche Qualität, ob es Lieschen Müller oder Heinz Wurst ist, meine Damen und Herren. Und es wurde gesagt, es hätte hier im Parlament Anträge der rot-grünen Mehrheit im Juni und im September gegeben. Juli. Das ist richtig. Man muss jetzt mal in den Kalender gucken. Das eine war kurz vor der Sommerpause. Da wollte man hier publikumswirksam noch mal einen Akzent setzen nach dem Motto, oh, die Bundesregierung macht ja gar nichts, aber wir tun. Und dann nach der Sommerpause das Gleiche, weil, oh Wunder, es war ja noch keine Bundestagswahl, da müssen wir auch noch mal. Und meine Damen und Herren, das ist doch sowas von unglaubwürdig, wenn dann 8 Wochen nach der Bundestagswahl der Innenminister einer der Wortführer ist bei den Koalitionsverhandlungen, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in den Koalitionsvertrag reinschreibt, meine Damen und Herren. Und das werden die Bürgerinnen und Bürger noch merken. Und dann ist es natürlich auch auffallend, dass eben seitdem nicht mehr diese Anträge von Ihnen gestellt werden, weil Sie sich nämlich keine positive PR mehr davon erhoffen. Und Herr Bolte, ich nehme Ihnen persönlich ab, dass das Ihnen wichtig ist. Aber offenkundig, wenn Sie sich den Wortbeitrag vom Kollegen Körfges anhören, dann ist es aber der Koalition als Ganzes nicht wichtig. Warum treiben Sie dann Ihren Innenminister nicht? Warum stimmen Sie denn nicht mit, wenn es darum geht, hier im Parlament die anlasslose Vorratsdatenspeicherung abzulehnen? Sie halten immer hehre demokratische Reden, aber entscheidend ist nicht darüber, was man redet, entscheidend ist, was man tut, und das bleibt bei den Menschen hängen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ort. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herr Dr. Ort, ganz ehrlich, wie Sie es geschafft haben, die Schleife von dem Thema NSA-Affäre zur Mindestspeicherdauer zu finden, ist schon bemerkenswert. Das eine hat mit dem anderen äußerst wenig zu tun. Darf ich darauf hinweisen, auf 2 Fehler, die Ihnen unterlaufen sind, Herr Dr. Ort. Mir ist nicht bekannt, dass der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Mindestspeicherdauer Zugriff auf Daten haben soll. Das ist den Strafverfolgungsbehörden nach der EU-Richtlinie ausschließlich vorbehalten. Und zweitens, der Fehler ist, nicht der Staat sammelt dort Daten, sondern Anbieter und Provider sollen sie länger vorhalten. Das bitte ich, auch wenn Sie schon den Ausflug zu einem völlig anderen Thema, als das hier auf der Tagesordnung steht, wagen, zumindest dann etwas präziser zu formulieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig, sehr intensiv über Edward Snowden und die NSA diskutiert. Das haben wir in den Ausschüssen getan, das haben wir ja noch gestern sehr ausführlich während der Fragestunde getan und tun es heute wieder hier im Plenum. Unabhängig davon, dass man darüber streiten kann, ob jetzt tatsächlich neue Erkenntnisse da sind, eint die Fraktion aber, dass zu dieser Thematik dringend Aufklärung benötigt wird. Ich habe gestern im Rahmen der Fragestunde schon mal deutlich gemacht, dass sowohl im Rahmen des Schriftverkehrs mit der alten und jetzigen Bundesregierung als auch in den Gesprächen mit Vertretern der aktuellen Bundesregierung nachvollziehbar und ich sage sogar glaubhaft dargelegt worden ist, dass auch der Bundesregierung zu diesem Themenkomplex keine Erkenntnisse vorliegen. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich nur das wiederholen, was ich
mehrfach bereits im Innenausschuss dargelegt habe und auch gestern in der Fragestunde. Die Landesregierung hat keine verlässlichen Erkenntnisse darüber, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß Daten von der NSA abgegriffen wurden oder noch immer werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es besteht auch Konsens darüber, dass diese Aufklärung politisch durchgesetzt werden muss. Ich bin Herrn Körfges außerordentlich dankbar, dass er in diesem Rahmen die Zuständigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland noch mal dargelegt hat. Artikel 32 Absatz 1 unseres Grundgesetzes regelt das sehr klar, dass nämlich für die Vertretung der Bundesrepublik nach außen ausschließlich der Bund zuständig ist und nicht die Länder. Wir betreiben lediglich zwei Landesvertretungen außerhalb Nordrhein-Westfalens, eine in Berlin, eine in Brüssel. Und ich glaube, niemand würde unterstellen, dass die für die Aufklärung dieser NSA-Affäre in Washington zuständig seien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir versuchen, ein Höchstmaß an Sicherheit in der IT-Struktur der Landesverwaltung zu gewährleisten. Das war eine super Einlage. Deshalb wiederhole ich es nochmal. Wir versuchen, ein Höchstmaß an Sicherheit in der IT-Struktur in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Darüber hinaus können wir nur dafür sorgen, dass diese IT-Technik der Landesverwaltung so sicher wie möglich gemacht werden kann im Rahmen dessen, was an aktuellen Erkenntnissen vorhanden ist. Wir tun dies beispielsweise dadurch, dass der Zugang zu der kompletten IT-Struktur ausschließlich über eine Pförtnerfunktion gewährleistet wird. Das ist IT-NRW. Ich habe gestern schon in der Fragestunde dargelegt, dass IT-NRW im Monat etwa 5 Millionen Angriffe auf die IT-Struktur Nordrhein-Westfalens verzeichnet. Die überwiegende Zahl harmlos. Pro Woche immer noch einige schwere Angriffe auf diese IT-Struktur. Und damit wird klar, dass IT-NRW solche Angriffe, sofern dies möglich ist und technisch machbar ist, erkennt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob diese Maßnahmen ausreichen, mögliche Abwehrmaßnahmen abzuwehren, können wir nicht mit Sicherheit feststellen. Ich würde aber gerne noch kurz bewerten, was Herr Snowden eigentlich gesagt hat, insbesondere in dem ARD-Interview vom 26.01.2014. Es gibt nämlich aus diesem Interview keine neuen Erkenntnisse im Hinblick auf eine Überwachung von in Nordrhein-Westfalen stattfindender Kommunikation. Es gibt auch keine konkreten Hinweise oder überprüfbare Belege für eine Ausspähung der Kommunikation in Nordrhein-Westfalen. Aber nach wie vor gibt es auch keine Garantie, dass dies nicht geschehen wäre oder zurzeit geschieht. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen Hinweisen und Tatsachen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion. Das sollte man nicht miteinander verwechseln. Uns helfen nämlich Spekulationen, Vermutungen, Andeutungen und Wahrscheinlichkeiten nicht weiter in dieser Frage. Ich darf mal wörtlich zitieren, was über dieses Interview in der ARD gesagt worden ist. Edward Snowden halte es für nicht unwahrscheinlich, dass auch Landesregierungen überwacht würden. Das ist alles andere als ein konkreter Hinweis, das ist alles andere als eine Erkenntnis, das ist und bleibt eine vage Andeutung. So, zu guter Letzt, wenn ich mir jetzt Ihren martialischen Titel für diese Aktuelle Stunde anschaue und die Debatte verfolge, wobei ich dann, Herr Biesenbach, schon sehr irritiert bin, dass Sie mich heute nicht kritisiert haben, dann kann ich nur feststellen, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wozu diese Debatte heute Morgen dient, hat so ein Zwischenruf von Herrn Kern, glaube ich, entlarvt. Der hat nämlich bei der Darlegung der Zuständigkeiten für diese NSA-Affäre und deren Aufarbeitung, hat Herr Körfges hier auf den Bund verwiesen, und hat Herr Kern den Zwischenruf gewagt, in Nordrhein-Westfalen ist SPD und Grüne zuständig. Damit wird, glaube ich, klar, was eigentlich diese Aktuelle Stunde soll, nämlich ein parteipolitisches Süppchen zu kochen. Ich sage Ihnen mal, machen Sie das, kochen Sie weiter, solange Sie noch Sprit auf dem Brenner haben. Ich glaube, der ist endlich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Hegemann. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja,
Ja, ich warte auf den Zwischenruf, damit ich auch stärker starten kann. Also insbesondere von Ihrem empörungspolitischen Sprecher Schwert. Das war ja ein Genuss heute Morgen, was Sie hier vorgetragen haben. Jetzt nenne ich Ihnen mal ein anderes Beispiel. In diesem Zusammenhang, heute Tag der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Und da wird darüber diskutiert, was mit Autodaten geschieht. Nicht, was demnächst in Autos eingebaut wird, sondern was jetzt schon drin ist. Was alles überwacht werden kann, wo Sie waren, wie lange Sie waren, ob Sie telefoniert haben, mit wem Sie telefoniert haben. Bei ausgeschaltetem Handy und bei ausgeschaltetem Navi. Katastrophe. Aber jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie verdächtigt werden, einen Unfall gebaut zu haben und Sie einen Mechanismus im Auto haben, der das Gegenteil beweist, dann sind Sie wahnsinnig glücklich, dass es das gibt. Genauso wird es nämlich sein. Also es ist immer nur schlecht, wenn es von den Amerikanern kommt oder in diesem Fall von der SPD als Unterlassung. Dann ist es besonders schlecht. Meine Damen und Herren, ich muss mich auch entschuldigen, ich muss die Landesregierung loben und auch Herrn Körfkes. Das soll nicht wieder vorkommen, aber es ist in der Tat so. Nachdem das ZDF einen Riesenauftritt hatte mit einem Interview des amerikanischen Präsidenten, musste die ARD natürlich, lassen Sie mich doch ausreden, Unterschied zwischen ARD und ZDF kennen Sie doch. Und der eine ist der amerikanische Präsident, der sieht etwas anders aus als Snowden. Also es waren zwei Interviews. Als das ZDF diesen journalistischen Gag gebracht hatte, konnte die ARD natürlich nicht nachstehen. Und wen kann man dann noch toppen? Da muss man Herrn Snowden interviewen. Eine tolle Sache, nur ich habe wirklich nichts Neues gehört. Nichts Neues. Und die Tatsache, dass der Minister sagte es gerade, dass Snowden vermutet, nehmen Sie als Beweis, dass es so ist. Und das war der einzige Grund, damit Sie heute eine Aktuelle Stunde kriegen. Sie wissen genau, das ist ein bundespolitisches Thema. Die Gefahr, dass Sie im Bundestag dazu reden können, ist ja nicht aktuell. Das wird auch so bleiben. Und ich sage mal, Gott sei Dank, Ihr ganzer Auftritt hier zeigt ja, dass Sie sich im System überholt haben. Aber Sie werden uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Da bin ich fest von überzeugt. Und Herr Snowden hat sicherlich den Finger in eine Wunde gelegt, die wir bis dahin gar nicht kannten. Aber was wollen Sie denn, Herr Schwert? Was wollen Sie denn? Womit drohen Sie denn? Wollen Sie den Amerikanern sagen, wenn da nicht was passiert, dann werde ich als Kölner die Feuerwehr von Nippes in den Marsch setzen, oder? Es ist doch einfach... Ja, die Kavallerie, der Begriff ist besetzt, das war Steinrück, das machen wir nicht. Also... Diese Drohung ist doch wirklich, als wenn ein Goldfisch droht, sich an Land zu schmeißen. Ich bitte Sie herzlich, bleiben Sie doch mal bei den Tatsachen. Bleiben Sie doch wirklich mal bei den Tatsachen. Sie können darüber diskutieren und die Grünen sind ja ähnlich. Seitdem Sie eine große Koalition in Berlin gegen sich haben, machen Sie hier den dicken Max, was Berlin alles machen müsste. Dann, ich sage Ihnen, alles, was Sie regeln wollen, alles, was Sie regeln wollen, können Sie in dieser Koalition regeln. Und wenn es dann in Berlin Defizite gibt, dann können Sie eine Bundesratsinitiative machen. Die machen Sie aber nicht. Sie machen hier den großen Clown, wissen jetzt, mit der SPD können Sie es nicht mehr regeln, weil die in Berliner Verantwortung sind und halten jetzt solche Sprüche ab, wie Sie sie gerade abgegeben haben. Also ich sage Ihnen nochmal, wenn Sie ein Defizit haben, als Koalition in Nordrhein-Westfalen, der Bundesrat steht Ihnen für die meisten Initiativen zur Verfügung, aber hier dicke Hose und Berlin schweigen, passt nicht zusammen. Meine Damen und Herren, der Hinweis auf Europa ist ja richtig. Nur ich glaube, es wird auch nicht viel bringen. Solange da ein MI6 oder ein anderer englischer Geheimdienst am Tisch sitzt, der meines Erachtens noch schlimmer datenwütig ist als die Amerikaner, die werden keine europäische Lösung mitmachen, um diesen Wissensdurst der Geheimdienste zu bremsen. Leider. Ansonsten glaube ich aber, Hein von der Werft, ich kriege den Zwischenruf nicht mit. Also entweder laut oder sonst lassen Sie es. Meine Damen und Herren, wir haben in Europa eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass wir uns nicht einig werden in dieser Hinsicht. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, Snowden hat viel Neues gesagt. Aber gerade die ihn jetzt Asyl gewähren wollen, der nächste Antrag wird ja wahrscheinlich irgendwo eine Ehrenbürgerschaft ihm anzutragen, der muss auch wissen, was er sonst noch politisch sagt. Liebe Grünen. Der hat in Amerika erklärt, bevor er gegangen ist, Sozialleistungen sind dummes Zeug, sind überflüssig für einen Staat. Der hat auch gesagt, in jeden Schrank eines Amerikaners gehört ein Schnellfeuergewehr.
Das stammt nicht von mir, sondern von dem SPD-Mitglied Ernst Ehlitz, der das gestern in der Bild-Zeitung geschrieben hat. Also Sie müssen schon, wenn Sie die Person beurteilen, auch mal gucken, was steckt sonst noch dahinter. Ich gebe recht, wir sind in einer Phase der Unzufriedenheit, wo jeder sagt, es muss etwas geschehen, keiner sagt, was geschehen kann. Aber ich bin froh, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die Herrn Obama genauso die Meinung sagt wie Herrn Putin und wie Herrn Janukowitsch. Das hat sie schon gesagt, als noch Putin für einen durch und durch Demokrat gehalten wurde. Ich freue mich, aber viel mehr können Sie nicht tun. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn machen? Außer Reden steht Ihnen nichts zur Verfügung. Ich sage Ihnen nochmal, die Drohpotenziale, die Sie haben, die sind eher lächerlich. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt der naheliegenden Gefahr widerstehen, dem Kollegen Hegemann nachzueifern, weil ich glaube, trotz aller Freude über dieses partielle Lob, Herbert Wehner hat mal gesagt, Ihr Lob trifft mich in keiner Weise, Herr Kollege Hegemann hat nämlich an der Stelle für mich auch in Anspruch, ich will Ihnen ganz deutlich sagen, dass Sie sicherlich mit Ihrer humorigen Art das ein oder andere hier aufgedeckt haben, aber ich finde, so leicht sollte man es dann im Ergebnis die Sache doch nicht machen. Ich habe mich aus einem Grund, und zwar bezogen auf den Kollegen Biesenbach und den Handelsblattartikel, noch mal zu Wort gemeldet, weil ich fand den Handelsblattartikel und das, was der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz da gesagt hat, zur Wahrscheinlichkeit, dass amerikanische NSA-Erkenntnisse der Wirtschaftsspionage dienen. Na ja, ich drück's mal vorsichtig wegen der, ich sag mal, geäußerten hohen Übereinstimmung aus. Ich fand's dann doch etwas zu optimistisch. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir leider damit rechnen müssen, dass auch das, was wirtschaftlich nutzbar ist und an Daten von der NSA abgeschöpft worden ist, durchaus auch dem Bereich Wirtschaftsspionage zugeführt werden kann. Insoweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt aber unser gemeinsames Problem, ich halte es für wahrscheinlich, ich halte es für gut möglich, aber mir fehlen konkrete Erkenntnisse darüber, hier irgendwelche Handlungsaufträge an die zuständige Ebene zu geben, die ganz offensichtlich selber trotz zumindest zwischenzeitlich eingetretenem erheblichen Bemühens da keine Erkenntnisse darüber hat. Lassen Sie mich an der Stelle dann auch noch was zu ein paar anderen Themen sagen, die hier eben nach dem Motto, die Beantragung der Aktuellen Stunde gibt nicht viel her. Von daher machen wir uns alle unsere eigene Aktualität. Und ich habe den Eindruck, dass die, die nicht in den Bundestag gekommen sind oder die, die nicht mehr in den Bundestag gekommen sind, die Gelegenheit zur bundespolitischen Aussprache dann hier ganz besonders suchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja nachvollziehbar. Nur wir reden nicht über Vorratsdatenspeicher. Wir reden nicht über Vorratsdatenspeicherung. Lieber Kollege Dr. Ort, an der Stelle hätte ich mir dann zum Beispiel bezogen auf den Bundesjustizminister, wenn Sie schon darüber reden wollen, ein Lob erwartet, der ja ganz deutlich die Reihenfolge auf der europäischen Ebene zu Recht dann wieder zurechtgerückt hat. Darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist No Spy ein Stichwort. Ich halte das nach wie vor für ein sinnvolles Vorhaben. Ich halte es nach wie vor nötig, den Vereinigten Staaten da was zuzusagen. Aber, und jetzt bin ich in der furchtbaren Situation, mich bei dem Kollegen Hegemann an der Stelle auch noch mal in einer Übereinstimmung zu finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst wenn Sie jetzt hier androhen, eine Stunde lang die Luft anzuhalten, ich glaube nicht, dass Sie die Vereinigten Staaten von Amerika als Piratenfraktion dermaßen beeindrucken können, dass die dann Spy-Abkommen mit der Bundesregierung abschließen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle will ich dann aber zum Bereich Wirtschaftsspionage dann doch noch ein paar Worte sagen. Und zwar, weil das ein Problem war, eines ist, das als Problem erkannt worden ist und eben sind da die Daten ein bisschen durcheinander geraten. Wir haben Rot-Grün vor 14 Tagen noch im Innenausschuss, genau am 16. nachgefragt,
da leider Antworten bekommen, die nicht weiterreichen. Aber das ist nicht Schuld dieser Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind da am Ball. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, mit dem Leiter der Abteilung 6 bei einer öffentlichen Veranstaltung über den Bereich, den Komplex Wirtschaftsspionage zu reden und aufzuklären. Eines ist in dem Verfahren, was so unbefriedigend wie sonst was ist, was nachvollziehbare Befürchtungen von Bürgerinnen und Bürgern sicherlich mit sich bringt. Eines ist einigermaßen dann an der Stelle doch gelungen. Es gibt ein Problembewusstsein, insbesondere in der Wirtschaft. Es wird nachgefragt, die Expertise des Landes Nordrhein-Westfalen. Und an der Stelle macht unsere Abteilung 6, die Abteilung für Verfassungsschutz, einen sehr, sehr guten Job. Da wird aufgeklärt, da wird informiert, auch über neue Technologien, zum Beispiel die Bügeleisenfrage. Auf die wären Sie von alleine nicht gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Das ist ja auch aufgrund einer Information aus diesen Bereichen erfolgt. Ich darf Ihnen nur eins sagen, es ist richtig, dass wir die Unternehmen dazu auffordern, solange wir nicht sicherstellen können, und das können wir ernsthaft hier als nordrhein-westfälische Parlamentarier nicht, dass wir die Unternehmen auffordern, alle erkennbaren und erdenklichen Vorkehrungen zu treffen, um sich zu schützen. Dass wir unsere eigene IT in Nordrhein-Westfalen, soweit das möglich ist, auf dem Stand der Technik halten. Und dass wir darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle zur Kenntnis nehmen, dass wir als Landesparlament nach dem Grundgesetz eine fest zugewiesene Aufgabe haben, die sich leider nicht in der Außenvertretung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland erstreckt. Und insoweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Sie immer noch, vielleicht kommt von dem Herrn Lammler ja noch was, sind Sie immer noch den Nachweis dafür schuldig geblieben, weshalb Sie hier eine Aktuelle Stunde vom Zaum gebrochen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körftes. Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Bombis. Guten Morgen, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, geehrte Herren. Wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass andere sie erfahren, dann sollten Sie sie besser nicht tun. Das ist ein Satz von jemandem, der es wissen muss. Das hat der ehemalige Chef von Google, Eric Schmidt, gesagt. Und es ist ein Satz, der uns schon bei aller Sympathie auch für humorige Vorträge hier uns ein Stück weit überlegen lassen sollte, wie ernsthaft dieses Thema ist. Dieses Thema des Datenschutzes, der Ausspähung, legt die Axt an die Freiheit eines jeden Bürgers. Und es wirft die Frage auch nach der Definition des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger auf. Und hier hat der Staat eindeutig die Aufgabe, die Bürger zu schützen. Und diese Aufgabe muss dieser Staat auch wahrnehmen. Dieser Satz mit der impliziten Aufforderung zur Selbstzensur ist aus Sicht eines liberalen Bürgerrechtlers schon perfide und unerträglich. Aber ich will heute hier auf einen Aspekt besonders eingehen und der betrifft eben die Frage der Wirtschaftspolitik. Aus Sicht einer Unternehmung, aus Sicht eines Betriebes, gerade eines mittelständischen Betriebes, ist dieser Satz schlechthin unerträglich, denn er bedeutet, dass es unmöglich ist, bei Selbstzensur zukünftig in Forschung und Entwicklung zu investieren, um Innovationskraft zu entfalten, um konkurrenzfähig zu bleiben auf dem internationalen Markt, denn dass wir in anderer Hinsicht keine Konkurrenzfähigkeit in der Form haben, das wollen wir so und das wissen wir. Wir können und wollen nicht mit Kostensituationen in anderen Ländern konkurrieren. Deswegen müssen wir es aus der Innovationskraft nehmen. Das ist eine Chance, die wir unseren Unternehmen nicht nehmen dürfen, meine Damen und Herren. Und wenn die Kanzlerin sagt, sie wird Argumente vorbringen, um die Interessen Deutschlands und auch deutscher Unternehmen zu schützen, dann sage ich Ihnen, das ist nicht genug.
Und da ist es schon eine Frage, was kann eine Landesregierung tun? Und insofern ist es richtig, diese Frage auch hier in diesem Parlament aufzuwerfen. Und es ist ja verschiedentlich der Vorwurf erhoben worden, es würden hier keine konkreten Punkte benannt. Ich nenne Ihnen drei konkrete Punkte, die diese Landesregierung tun kann und die dieses Land Nordrhein-Westfalen betreffen und die diese Landesregierung tun muss, wenn im Bund schon nichts passiert. Da ist zum einen die Frage eines Abkommens. Wir alle wissen, dass Abkommen unterlaufen werden können. Aber diese Landesregierung muss auch im Bund darauf drängen, dass bei dem vor uns liegenden transatlantischen Freihandelsabkommen mit den USA natürlich Wirtschaftsspionage ausgeschlossen wird und auch andere Formen der Ausspähung sanktioniert werden und dass klare Konsequenzen verabredet werden, was passiert, wenn dagegen gehandelt wird. Ganz eindeutig kann die Landesregierung hier in Berlin aktiv werden. Ein zweiter Punkt. Die Landesregierung kann weit mehr, als sie das bisher getan hat, natürlich Unternehmen unterstützen, hier in Nordrhein-Westfalen wenigstens bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Sie kann Aufklärung schaffen. Natürlich müssen die Unternehmen es letztlich selber tun. Und wir sollten aber trotzdem nicht aufhören, als Land Nordrhein-Westfalen und als Landesregierung hier in diesem Land zu überlegen, wo können wir weiter unterstützen, wie können wir weiter unterstützen, wo müssen wir gegebenenfalls auch über Strukturen in Behörden nachdenken. Und das darf nicht darin münden, dass wir hinterher den Unternehmen neue Vorschriften machen, sondern wir müssen es echte Unterstützung werden lassen. Das kann die Landesregierung tun, meine Damen und Herren. Und ganz konkret, und das ist für mich hier deswegen im Moment auch der drängendste und wichtigste Punkt, wir sollten zumindest aufhören, als Land den Unternehmen neue Steine in den Weg zu legen und neue Gefahren für Unternehmen aufzumachen im Hinblick auf die Frage der Ausspähungsgefahr. Und da sage ich Ihnen ganz klar, das sogenannte Hochschulzukunftsgesetz, das eine Offenlegung zum Beispiel der Drittmittelverwendung fordert, das ja, reden Sie doch mal mit Leuten aus der Wirtschaft. Die Sorge ist enorm. Dann können Sie es direkt auf die Internetseiten schreiben. Da tun Sie nur insofern was gegen Ausspähung, als dass Sie die Kapazitäten bei der NSA und anderen Diensten überflüssig machen, meine Damen und Herren. Denn die können es sich dann ganz einfach auf den Internetseiten dieses Landes und der Hochschulen suchen. Damit erweisen Sie den Unternehmen hier wirklich einen Bärendienst. Ich sage Ihnen, lassen Sie es. Das kann die Landesregierung konkret machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombitz. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte eigentlich gedacht, dass nach dem Redebeitrag von Herrn Hegemann das Niveau dieser Debatte nicht tiefer würde sinken können. Ich bin aber erstaunt, dass das doch noch möglich ist. Und Herr Bommes, ich muss echt sagen, ich bin fassungslos, dass Sie hier das Hochschulzukunftsgesetz vergleichen mit dem anlasslosen Ausspähen der NSA. Ich glaube, Sie haben überhaupt nichts verstanden. Und ich frage mich bei der FDP auch, ist Ihnen eigentlich bewusst, wer in der Bundesregierung den Wirtschaftsminister, den Außenminister gestellt hat? Da scheint ja doch einiges auch an Verlust von Erinnerungen einhergegangen zu sein. Ich finde, der ganze Punkt an der Debatte, der Punkt der Debatte ist nicht, dass Angela Merkels Handy abgehört wurde. Das finde ich natürlich auch schlimm. Aber der Punkt ist, der Skandal ist, dass massenhaft und anlasslos Daten und Inhalte unserer Mails, unserer Telefonate, unserer Internetbewegung abgehört und gespeichert wurden und wahrscheinlich auch noch werden. Und indes sitzt die Bundeskanzlerin nach wie vor wie die Schlange vor dem Kaninchen und rührt sich überhaupt nicht. Bei dem No-Spy-Abkommen hat sie sich schlichtweg verzockt. Und ehrlich gesagt hat mich das auch nicht verwundert. Das war mir eigentlich von vornherein klar, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Abschluss kommen würde. Denn wer so zaghaft in Verhandlungen geht, wer nicht weiß, was er da eigentlich fordert und keinerlei Druck aufbaut, ich finde, der muss sich auch nicht wundern, wenn er weder ein Abkommen noch Aufklärung und Transparenz herstellen kann. Aber die Bundesregierung muss sich schon die Frage stellen lassen, wie sie in Zukunft den Schutz unserer Grundrechte gewährleisten will und auch das Vertrauen in das Internet zurückgewinnen möchte. Und ich will aber auch, ähnlich wie Herr Bommes, noch den Fokus ein Stück weit erweitern auf das Themenfeld Wirtschaftsspionage. Wir haben bei unserer ersten Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen kontrolliert, uns sehr intensiv auch mit der Frage der Wirtschaftsspionage hier in Nordrhein-Westfalen befasst.
Und der Verfassungsschutz, ich finde, das ist wichtig hier auch anzumerken, es geht, finde ich, nicht nur um die USA und die Frage, ob von der NSA ausgespäht wird. Diese Frage hat Herr Snowden in seinem Interview am Sonntag ja angerissen. Mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn die NSA hier Wirtschaftsunternehmen ausspäht. Wir wissen es nicht, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie es tun würde. Insbesondere dann, wenn das Ausspähen von Unternehmen anderer Staaten billiger ist als die eigene Entwicklung und Erforschung von Produkten. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wenn wir hier über die Wirtschaftsspionage reden und über die NSA, wir auch darauf gucken müssen, dass es nicht nur die USA sind, worüber wir diskutieren müssen, sondern wir wissen, und das steht in jedem Verfassungsschutzbericht, ich bitte da auch mal die Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht sonst nicht so intensiv mit dem Themenbereich Verfassungsschutz auseinandersetzen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Denn wir wissen, dass wir von anderen ausländischen Nachrichtendiensten sehr wohl hier auch ausgespäht werden. In dem letzten Verfassungsschutzbericht wurden beispielsweise die Staaten Iran, China, Nordkorea, Russland beschrieben, deren Aktivitäten beschrieben. Wir wissen, dass ungefähr jedes zweite der 760.000 kleinen und mittleren Unternehmen in Nordrhein-Westfalen Ziel von Spionageangriffen gewesen sind. Was wir nicht wissen, das muss ich einschränkend dazu sagen, ob es eben ausländische Nachrichtendienste waren oder aber beispielsweise kriminelle Strukturen. Aber, darauf möchte ich auch hinweisen, es gibt in einigen Ländern, zum Beispiel in China und in Russland, gibt es den Auftrag zur Wirtschaftsspionage in den entsprechenden Gesetzen zu den Nachrichtendiensten. Das heißt, es ist dort gesetzlicher Auftrag. Und ich finde, gerade das verdeutlicht auch nochmal die Dimension der ausländischen Spionage eben in Deutschland, aber eben auch in Nordrhein-Westfalen. Wobei eben anscheinend nicht nur die Technik, sondern vor allen Dingen auch der Mensch die größte Schwachstelle in den Unternehmen sind. Es sind die Nachrichtendienste, die versuchen, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Informationen heranzukommen. Und deshalb finde ich es wichtig und richtig, dass die Sensibilisierung von Unternehmen eine wichtige Informationsmaßnahme eben auch des Verfassungsschutzes von Nordrhein-Westfalen ist. Aber gerade diese Reichweite der Wirtschaftsspionage zeigt ja, dass ein No-Spy-Abkommen zwar richtig und politisch wünschenswert und auch erforderlich wäre, aber wir müssen uns auch wir müssen uns bewusst machen, dass es eben allenfalls vor einer Ausspähung aus den USA schützen würde. Sondern wir müssen eigentlich die Diskussion darüber führen, wie kann der Staat in Zukunft seine Bürgerinnen und Bürger vor Überwachung und Beobachtung schützen, durch klare Abkommen beispielsweise, durch technische Möglichkeiten, aber eben auch durch Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Und hier sehe ich eben auch die Bundesregierung in der Pflicht, endlich aus der Deckung zu kommen und eine entsprechende Handlungsstrategie vorzulegen. Aber offensichtlich muss das Bundesinnenministerium ja nach wie vor zum Jagen getragen werden. Und ich finde, das zeigt auch nochmal dieses Interview von Herrn Maaßen, dem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes. Herr Wiesenbach hatte das Interview ja auch angesprochen. Ich lese das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich finde seine Aussagen zum Teil unsäglich. Ich finde sie verharmlosend, was er da von sich gibt. Ich finde naiver, und das trifft es, dieses von Naivität geprägt, dieses Interview. Naiver geht es eigentlich nicht. Und insofern, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Aufklärung. Und deshalb hoffe ich, dass der Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag bald kommt. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Lambler. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, sehr geehrter Herr Körfkes. In Ihrem ersten Wortbeitrag sagten Sie sinngemäß, das waren ja nur alles Gerüchte, alles unbestätigt, und hauen somit in dieselbe Kerbe ein wie unser Innenminister gestern. Dann melden sich wieder zu Wort und sagen, ja, aber eine Wirtschaftsspionage könnte doch was sein. Also Sie machen hier einen Schlingerkurs wie ein Autofahrer bei 2 Promille, wirklich. Herr Körfkes, kennen Sie Ihren Kollegen Lars Klingbeil von der SPD-Bundestagsfraktion, netzpolitischer Sprecher? Er sagte gestern noch in dem von Ihnen erwähnten Zeitungsinterview im Handelsblatt, keine der Snowden-Aussagen ist faktisch widerlegt. Was denn nun? Entscheiden Sie sich mal. Viele Worte haben meine Vorredner von SPD, Grünen, CDU und FDP hier nun von sich gegeben. Einige Lippenbekenntnisse sind gefallen und man heuchelt sich hier so ein bisschen ein von der Palme und hofft insgeheim, dass sich irgendwo wieder ein Blöder auf Bundesebene findet, der den Überwachungsskandal für beendet erklärt. Vielleicht klappt es ja diesmal.
Und während die Landesregierung ihre Hände in den Schoß legt und zuguckt, werden täglich Millionen von E-Mails, SMS, Bewegungs- und Finanzdaten von den ach so befreundeten Geheimdiensten abgeschnorchelt und ausgewertet. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Jede elektronisch verwertbare Information wird von schier nimmer satten Geheimdiensten gierig eingesogen und für immer gespeichert. Es hat sich seit den Enthüllungen von Snowden Mitte letzten Jahres überhaupt gar nichts verändert. Alles läuft weiter wie bisher. Wir können davon ausgehen, dass fast ausnahmslos all unsere Kommunikationsdaten und Inhalte in Kopie der NSA und anderen Geheimdiensten vorliegen. Ganz besonders schwer trifft es die Wirtschaft in NRW. Denn nur ein Bruchteil der Unternehmen in NRW war auf diesen Überwachungs-Super-GAU ausreichend vorbereitet. Aber wieso denn auch? Die Politik hat doch stets versichert, alles sei in Ordnung, man hätte keinen Grund zur Sorge. Dass unter diesen Umständen die CDU und die SPD auch noch Spenden von der Wirtschaft bekommen, das ist für mich tatsächlich unfassbar. Ja, und dann auch noch so ein Gelächter hier und man findet alles witzig. Also das ist doch kaum zu fassen, was hier stattfindet. Wir können heute davon ausgehen, dass die meisten Geschäftsgeheimnisse und Innovationen aus NRW ebenfalls in den Händen von Dritten sind. Der dabei entstandene Schaden ist immens und kaum in Zahlen abbildbar. Und hier wird unsere gesamte Gesellschaft nachhaltig geschädigt. Denn wo keine Innovation, da keine Arbeitsplätze, da auch keine Altersvorsorge. Und was geschieht in den Parlamenten? Egal ob Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, seit Jahren schrauben sie munter weiter an immer besseren, umfangreicheren Überwachungsgesetzen. Egal ob im Bundestag oder hier in NRW. Und wer in Zeiten, in diesen Zeiten einerseits die NSA hier kritisiert und andererseits die Vorratsdatenspeicherung fordert, der hat das einfach nicht verstanden, liebe CDU und SPD. Und weil das alles ja auch noch so toll ist, machen die rückgratlosen Grünen hier aus parlamentarischen Zwängen auch noch munter mit und unterstützen den Innenminister Jäger der SPD, der scheinbar jeglichen Bezug zu Bürgerrechten verloren hat. Aber viel interessanter und eigentlich auch der Grund für diese Aktuelle Stunde ist, was macht eigentlich Frau Kraft? Vielleicht können die Kameras dahin schwenken. Nun, Frau Kraft ist nicht da. Frau Kraft ist auch nicht abgemeldet, nicht, dass ich wüsste. Ja, was macht sie denn in dieser ganzen Sache? Nun, wenn es darum geht, sich einen tollen weißen Bauarbeiterhelm aufzusetzen und mit Männern in Warnwesten an einer Baustelle sich schön für die Pressefotos zu positionieren, ja, da ist die Frau Kraft dabei, ne? Hier das Mädel aus dem Ruhrpott, klare Kante und so, ja? Aber wo ist Frau Kraft, wenn die Grundrechte auf informationale Selbstbestimmung von fast 18 Millionen NRW-Bürgern am Boden liegen und die Geheimdienste fröhlich drauf rumtrampeln? Wo ist die Ministerpräsidentin denn da? Was sagt sie denn dazu? Nichts sagt sie dazu, nichts. Seit Monaten gibt es kein einziges Statement zu diesem wohl größten Überwachungsskandal der Menschheitsgeschichte. Nichts. Kein einziges Statement der Ministerpräsidentin. Und Frau Kraft sagt nicht nur nichts, Frau Kraft tut auch nichts. Frau Kraft sitzt da wie so ein kleines Rehkitz auf der Straße und schaut mit großen Kulleraugen verängstigt in das Licht des herannahenden Autos und merkt nicht mal, was ihr droht. Ist es Unwissenheit? Ist es Arroganz? Ist es Kalkül? Das würde ich Sie gerne fragen, aber sie ist nicht da. Ich frage mich allen Ernstes, ob Frau Kraft versucht, diesen NSA-Skandal auszusitzen. Verdammt nochmal, Frau Kraft hat die Verantwortung für 18 Millionen Menschen in diesem Bundesland und kriegt ihren Hintern nicht hoch. Herr Kollege, vielleicht hofft sie, dass es gleich vorbei ist, aber ich kann Ihnen versichern, nein, es ist nicht gleich vorbei. Wir stehen erst am Anfang einer technischen Revolution und jeder Einzelne von uns hat viel zu verlieren. Nutzen, Herr Kollege, die Freiheit. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Beendet. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler für die CDU-Fraktion. Hat sich der Kollege Biesenbach gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende einer Debatte, von der ich mich gerade frage, was nehmen die Damen und Herren mit, die auf der Tribüne sitzen und uns nun hier verfolgt haben. Sie können mitnehmen,
dass wir uns einig sind in der Beschreibung des Problems. Mehr aber auch nicht. Ansonsten können Sie weiter mitnehmen, welche Fraktion, welcher Redner, welcher Politiker seine persönlichen Feindbilder hat. Und Herr Lambner, Sie haben es gerade am Ende ganz deutlich gemacht, indem Sie heftig die Ministerpräsidentin attackierten. Nur Sie haben uns nicht gesagt, wenn Frau Kraft das täte, was Sie von ihr verlangen, wodurch dadurch Schutz erreicht werden soll, wodurch eine einzige Abhörung oder eine Frage, ein Datum weniger gesammelt werden kann. Sagen Sie uns, was Frau Kraft tun könnte, was wirksam wäre. Und Sie bekommen auch von uns die Unterstützung, das zu fordern. Nur Sie sind doch trotz Aufforderung jede Antwort schuldig geblieben. Wer kann denn was tun, Herr Kern? Herr Kern, das ist doch das Ganze. Sie schlagen Purzelbäume. Sie merken, dass wir warten doch nur auf Ihre Antworten, was getan werden kann. Nein. Wir stellen doch fest, dass diejenigen, die in Berlin nicht vorkommen oder auf Oppositionsbänken sitzen, nun versuchen, hier Berliner Politik zu machen. Völlig Unsinn. Wenn Frau Schäfer wieder ihr Lieblingsfeindbild entdeckt, den Verfassungsschutz, dann kennen wir das Feindbild. Ob das naiv ist, Frau Schäfer, ist doch eine völlig andere Frage. Wenn Sie heute sich hier hinstellen und sagen, alles das ist falsch oder unsinnig, dann bleiben Sie auch jede Behauptung schuldig. Ich habe mal eines gelernt, wer was behauptet, hat zu belegen. Ja, das kennen wir doch. All diejenigen, die sich falsch verstanden fühlen, sagen immer, missverstanden habe ich alles nicht gesagt. Dann sagen Sie es doch so, wer etwas sendet, wer etwas sagt, ist dafür verantwortlich, verstanden werden zu können. Das ist doch die ganze Situation. So, wir haben in der ganzen Debatte von denen, die heute meinen, sie könnten forsch den Säbel rausholen, nicht eine einzige Möglichkeit gehört, was wirklich getan werden kann. Und wenn Sie sagen, wir müssen oder die Bundesregierung muss deutlicher auftreten, was soll sie denn tun? Soll sie Verhandlungen abbrechen? Selbst die, ja, jawohl, das hätten Sie gerne. Und wenn Sie da so schön Applaus spenden, glauben Sie denn, dass die Vereinigten Staaten sich dadurch erschrecken lassen, wenn wir sagen, wir schließen mit euch kein SWIFT-Abkommen? Glauben Sie, dass die sich erschrecken lassen, wenn wir sagen, wir wollen das Freihandelseinkommen in irgendeiner Form so lange auf Eis legen? Doch absolut. Sehen Sie, ja. Sehen Sie, wenn wir uns über Naivität unterhalten, dann wäre das jetzt ein Punkt, worüber wir mal klären sollten, wer wirklich naiv ist. Ich habe es eben gesagt, die Debatte in den Staaten führt dazu, dass die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten viel mehr darüber debattiert, als sie bisher tat. Und wenn Sie weiter davon ausgehen, dass Sie ein bisschen politisches Gespür hätten und ein wenig aufrichtig wären, dann würden Sie zugeben, dass man Verhandlungen, beispielsweise über ein No-Spy-Abkommen, im Stillen führt, aber nicht auf der Straße und erst recht nicht in den Medien. Ist doch okay, Sie müssen sich ja weiter aufregen. Nur diese Regierung ist viel, viel weiter. Und das wissen auch die Kollegen von den Sozialdemokraten viel weiter, als sie angenommen haben. Der Schutz wird aber, auch das sollten Sie fairerweise zugeben, hat nur nie einer darüber geredet, doch nicht dadurch erreicht, dass wir allein es mit den Amerikanern unterhalten. Wir müssen hier die Abwehr schaffen. Die Amerikaner sind das die Einzigen, die angreifen. Wirtschaftsspionage. Allen ist das Problem bewusst. Nur die Dimension wird deutlicher. Da geht unsere Kraft hin. Wo ist die EU beispielsweise mit dem Haber-Abkommen? Das sind die Situationen. Da werden Datenaustauschfragen geregelt. Wir haben immer gesagt, wir werden es alleine in Deutschland nicht schaffen. Dann lassen Sie uns versuchen, es gemeinsam mit Europa zu schaffen. Eine europäische Lösung. Und dann brüllen Sie doch nicht hier rum. Sagen Sie es Ihren Kollegen in Berlin und sagen Sie es Ihren Kollegen in Brüssel. Die können was tun. Da ist sinnvoll zu arbeiten, aber nicht hier. Was heute hier passiert ist, waren nutzlose anderthalb Stunden. Mehr ist nicht dabei rausgekommen. Vielen Dank, Herr Kollege Biesenbach. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Kaftes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch außerhalb des Hauses, ich will
zwei Dinge noch mal betonen, und zwar ganz deutlich. Zum einen bin ich der Landesregierung und dem Landesminister des Inneren dankbar dafür, dass schon seit langem das Thema Wirtschaftsspionage, und eben sind die Literaturhinweise gegeben worden, Verfassungsschutzbericht, nicht reden und sich hier belehren lassen, sondern am besten erstmal in die Unterlage reinschauen und sich sachkundig machen und dann mit uns diskutieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Wirtschaftsspionage ist in Nordrhein-Westfalen seit Jahren als Problem erkannt. Wir haben an der Stelle im Zusammenhang auch mit den NSE-Enthüllungen darauf hingewiesen, dass wir unsere Unternehmen an der Stelle beraten, dass wir aufklären und dass es da eine eigenständige Aufgabe auch und gerade des Innenministeriums und der Abteilung für Verfassungsschutz gibt. Das kann man jetzt zur Kenntnis nehmen. Da könnten wir uns über das Ob und Wie hier unterhalten. Aber das einfach zu ignorieren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, das ist ein bisschen billig. Darüber hinaus lassen Sie mich an der Stelle auch noch mal fragen, was sollte das denn hier? Herr Lammler, was hatte Ihr Auftritt für einen Hintergrund und was bitte verlangen Sie von wem im Lande Nordrhein-Westfalen konkret? Was Sie hier gemacht haben, war nahe an der Selbstverbrennung. Zumindest die heiße Luft, die Sie hier verbreitet haben, war entsprechend, lieber Herr Kollege. Und dann in dem Zusammenhang auch noch eine mit nichts gerechtfertigte persönliche Attacke auf die Ministerpräsidentin zu reiten. Lieber Herr Kollege, das war, und ich erlaube mir jetzt mit aller Vorsicht den Ausdruck, lümmelhaft, lieber Herr Kollege Lammler. Und an der Stelle, ich habe eben schon einmal Herbert Wehner zitiert, möchte ich auch hier den von mir hochverehrten ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion zitieren: Vor Inbetriebnahme des Kehlkopfs erst den Kopf einschalten, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und ich schließe damit die Aktion.